Hey, das macht Spaß. Guten Morgen, ich bin's wieder. Worum es heute geht, ist, wie fährt sich denn die Himalayan, wenn man sie wirklich vollpackt, mit 2 Personen belädt und damit dann auch noch über die Autobahn nach Spanien fährt, weil genau das haben wir gemacht. Warum wir das gemacht haben, ist so ein bisschen eine nostalgische Sache. Wir sind vor vielen Jahren sind wir genauso mit Zelt und MZ in Urlaub gefahren, waren auf dem Campingplatz in Spanien auch mehrmals, war immer sehr schön. Und das wollten wir einfach mal, solange es noch geht, wiederholen, schauen, ob das noch funktioniert, ob wir noch fit genug sind, ob das mit dem Zelt noch geht, ob das heute mit 24 PS noch möglich ist. Und ja, also ich kann schon mal so viel vorwegnehmen, ja, das funktioniert noch. Ne? Ein paar Sachen muss man dabei bedenken. Es ist also tatsächlich so, wir haben nachher das ganze Gepäck nochmal nachgewogen und festgestellt, dass wir tatsächlich fast 40 Kilo Übergewicht hatten. Ich sag mal, wenn man so sieht auf den Videos, was die Inder auf das Motorrad draufladen, ist das noch nichts. Ne? Was wirklich leidet, wenn man das macht, ist die Seitenwindstabilität. Wir haben auf der Rückfahrt dermaßen mit dem Seitenwind gekämpft, mit den Böen. Das war dann tatsächlich nicht mehr so schön. Das war also wirklich nur noch purer Kampf. Ansonsten ist es so, auf der Autobahn Tempo 100, 110 ist drin. Klar, der Spritverbrauch, der steigt auch deutlich auf der Autobahn und sowieso mit 2 Personen. Ne? Wir haben eigentlich gut gesessen, da gibt es gar keine Probleme. Wir hatten dann auf der Scram-Sitzbank, die ich ja schon eine ganze Weile drauf habe, hatten wir dann trotzdem wie letztes Jahr nochmal diese Gelkissen drauf. Aber da muss ich sagen, das wäre gar nicht notwendig gewesen. Im Urlaub selber ohne Gepäck sind wir auch ohne diese Gelkissen gefahren. Die haben wir im Zelt gelassen und das hat ganz wunderbar funktioniert. Ja, was gibt es noch zu sagen? Jetzt das anschließende Video von unserer Fahrt dahin ist nur der erste Teil. Also das ist eine gekürzte Version von unserem Video, wie wir da runtergefahren sind. Und es gibt noch einen zweiten Teil, was wir dann da unternommen haben. Das hat jetzt nicht unbedingt viel mit Himalayan zu tun, weil damit sind wir einfach nur zu den Locations hingefahren und haben uns da umgesehen. Viel erzählt habe ich da auch nicht drüber. Das heißt, wer sich das angucken mag, wer da Spaß dran hat, sehr gerne. Und ich habe es extra geteilt, damit wer da keinen Spaß dran hat, sich das eben nicht angucken muss. Ne? Genauso hier mit der Fahrt darunter. Wer nur wissen wollte, funktioniert das mit der Himalayan und dem ganzen Gepäck, der weiß jetzt Bescheid, es funktioniert. Aber man muss sich natürlich darauf einstellen, habe ich ja schon gesagt. Das Ganze fährt sich, wenn das Gesamtgewicht sich den 440 Kilo nähert, fährt sich natürlich auch nicht mehr so leichtfüßig, wie wir das gewohnt sind von der Himalayan. Da muss man sich ein bisschen drauf einstellen. Was ich gemacht habe, ich habe vorher das hintere Federbein, die Vorspannung habe ich also erhöht auf den maximal möglichen Wert. Gute Idee, aber nicht vergessen, es nachher auch wieder rückgängig zu machen. Ja, das ist es für heute schon gewesen. Ich sage es halt jetzt schon mal, weil es am Ende dann nicht mehr kommt. Ne? Wenn es euch ein bisschen gefallen hat, liken, ganz wichtig, und abonnieren, noch wichtiger. Und wenn nicht, dann bitte trotzdem, weil ich freue mich auf alle Fälle. Ja, dann macht's gut. Wenn ihr noch Lust habt, unsere Fahrt zu sehen, dann viel Spaß jetzt dabei. Wenn nicht, dann tschüss und bis zum nächsten Mal. Ach so, es läuft schon. Ja, moin, ihr Lieben. Wir sind unterwegs nach Spanien, das heißt, heute fahren wir nur 400 Kilometer bis zu einem kleinen Ort in Frankreich, dessen Name ich vergessen habe, blende ich dann ein. Ja, es wird eine relativ langweilige Fahrt sein, eine Menge über Autobahn, da will ich euch gar nicht mit langweilen, das heißt, wenn überhaupt, dann gibt es von der Fahrt nur so ein, zwei Bilder, wenn wir nicht auf der Autobahn sind oder einmal kurz auf der Autobahn oder wie auch immer. Jedenfalls, wir sehen uns heute Abend spätestens. Tschüss! So, wir sind inzwischen in Frankreich, Thionville, und hier geht die Autobahn komplett an der Kirche vorbei.
Also mitten durch die Stadt. So, sagen wir mal langsam, weil der will bestimmt rein. So, mach die Kamera gleich aus. Habe im Moment keine Hand frei. Ich muss schalten, ich muss gucken. Außerdem kommt hier noch ein Fluss. So, und der kann auch noch mit drauf. Ich muss gestehen, dass ich nicht weiß, welcher Fluss das ist. Sehr peinlich. So. Elfter Juni, 8:30 und es geht los. Au revoir. So, am frühen Morgen haben wir 23 Grad, zeigt das indische Schätzinstrument. Es sind 17 Grad. So, hier ist ein Stoppschild. Das gilt nicht für uns, aber wir gucken trotzdem. Da kommt die schöne kleine Brücke. Juhu! Es ist morgens in Frankreich. Die Sonne scheint, Temperaturen sind angenehm, niemand auf der Gasse. Schade, dass das nicht bis Spanien so weitergeht. Aber um anzukommen, werden wir gleich auf die Autobahn fahren. Und ich bin mal gespannt, ob das mit den Mautautomaten noch so funktioniert wie vor 20 Jahren. Wahrscheinlich nicht, aber ach, irgendwie werden wir da schon mit klarkommen. Wenn das kompliziert wäre, würden sich da ja ewig lange Schlangen bilden. Wir werden es sehen. Es sieht eigentlich immer noch so aus wie früher. So, da ist der Ticketknopf. Also, das war tatsächlich wie früher. Nur, dass ich nicht die alte MZ am Gas halten musste, damit sie nicht ausgeht. Na dann, auf geht's auf die Autobahn. Wir sind mitten in Lyon und haben uns natürlich ein bisschen verfahren. Aber ich glaube, wir sind schon wieder auf dem richtigen Weg.
Nee, wir müssen rechts bleiben. Noch immer sind wir nicht aus Leo raus, aber wir sind wieder auf dem richtigen Weg. Und noch was, was ihr nicht mitkriegt, hier stinkt's. Und zwar ganz schön. Nee, ganz nicht schön. So. Jetzt fahren wir noch ein kleines Stück durchs Rhonetal. Und dann sind wir bei unserem heutigen Ziel angekommen. Auch wieder ein Airbnb. Gezeltet wird erst in Spanien. Muss ja die Spannung noch ein bisschen aufrecht erhalten, weil das Zelt haben wir noch nie aufgebaut. Einmal ohne Überdach in der Wohnung, ohne Heringe, aber das zählt ja nicht. Da ist hässlich. Man kann nicht alles haben. Almut sagte gerade, die machen es aber spannend. Keine Ahnung, ob wir Ton haben. Wenn wir Ton haben, super schöner Weg. Wenn wir keinen Ton haben, ist der Weg natürlich immer noch genauso schön. Stimmt. So, hier müsste es jetzt irgendwo sein. Da, ja, alles gut, ja. Hallo. So. So. Hallo. Hallo. Thierry? Thierry. Ja, Michael. Ja. Ja, das hat ja geklappt, ne? Ja, okay. Okay. Steig mal ab. Da ist mir hier zu viel Sand und Dings, ne? Und hepp. Und hepp. So. Okay. So. Und Saira steht ganz friedlich hier. Also falls es regnet, es wird ihr nichts passieren. Und wir haben uns ein bisschen umgezogen und laufen jetzt noch ein kleines Stückchen. Sag ja. Guck mal da hoch. Weil da ja, da hinten kommen die Regenwolken. Das wolltest du, glaube ich, gar nicht sagen. Heute sollten wir in Spanien ankommen. Aber auch jetzt fahren wir erstmal los. Wir haben noch ein Stück bis zur Autobahn. Hoffen, dass wir da auf dem Weg dahin noch eine Tankstelle finden. Weil das doch ein bisschen billiger ist. So, dann ab geht's.
machen wieder Elefantenrennen. Aber wir machen mit, auch ohne, dass wir ein Elefant sind. Auf die dritte Spur fahre ich nicht. Es ist so ein Wind. Boah, ich kämpfe hier. Gleich sieht man das Meer. Ja, ich sehe es schon. Tada! Das ist nur ein kleiner Ausläufer. Oh, der da hinten ist es komplett. Jawohl! Das ist immer so ein super schöner Moment, wenn man das erste Mal das Meer sieht. Mehr. Ja, ich hoffe, man sieht das ein bisschen auf der GoPro. Also ich sehe es prima. Das ist die Hauptsache. Weil ich glaube, jetzt sehen wir es erst wieder in Spanien. So, da haben sich doch ein paar Wolken versammelt vor uns. Und ja, die Frage ist jetzt, anhalten und Regenkombi anziehen oder aufs Glück vertrauen? Tja, vorne könnten wir mal halten. Ich glaube, das mache ich und bespreche mich mal mit meinem Schatz. Jetzt sehen wir mal weiter. Ja, wir sind angekommen. Schnell Regenzeug wegpacken, weil das brauchen wir jetzt nicht mehr. Ja, damit hat sich ja schon geklärt, was ich jetzt eigentlich sagen wollte, weil wir sind so richtig schön in den Regen reingekommen. Ich zeige es euch nochmal. Da hinten kann man ihn noch sehen. Und hier kommen wir an und hier ist Sonne, wie sich das gehört. Ja. So, jetzt packen wir gerade noch die Regensachen weg. Dann geht es zur Rezeption und was ich euch mal zeigen wollte. Ah ja, ja, ich komme gar nicht hin. So, na, ich soll ein bisschen schneiden. So, nee, ich hab's weggedrückt. Ach, was ein Mist. Also, ich wollte eigentlich zeigen, sag ich's jetzt, 1200 Kilometer und ein paar gequetschte bis hierher. Und Saira Line ist wunderbar gelaufen. So, wir verstauen den Kram, gehen zur Rezeption und dann bauen wir das Zelt auf. Der ist. Ach so, ich dachte gerade, da steht einer auf unserem Platz.